Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben schönen Menschen, wir bleiben in der Schweiz, aber morgen gehen wir wieder nach Deutschland. Versprochen. Und jetzt zum Wesentlichen. Die Seite hevs.ch hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir die nicht alleine tun kann, das wisst ihr ja, muss ich gleich wieder mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus einbringen Kanal, als auch der Link zu meinem DeviantArt Kanal, wo ihr euch meine Comics selber geben könnt. Als auch der Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel Diversity gewinnt den Prix Créateur WKB 2024. Ein schöner Name für einen Preis. Aber okay, fuck mich lang drum rum. Autor des Artikels finden wir hier nicht. Aber ich schätze mal, wir werden nicht um die Nachtgedanken rumkommen. Aber wir wollen ja nicht zu vorurteilig sein. Los geht's. Innovative Therapien für Jugendliche im Autismus-Spektrum. Und ja, diesen Titel habe ich natürlich auch umgeändert. Aber okay, weiter geht's. Gestern Abend wurde im CERM in Martinach der 15. Prix Créateur WKB verliehen. Organisiert von der Walliser Kantonalbank, kurz WKB, und Wirtschaftsförderung Wallis. Den begehrten Preis sicherte sich das Startup Diversity, das am Campus Energypolis in Sitten ansässig ist. Campus Energypolis. Heißt es, in diesem Campus gibt es ausschließlich nur Automaten, wo Energy Drinks zu kaufen gibt? Ich frag für einen Freund. Energy Drinks, das muss halt sein. Man kann nie ohne glücklich sein. Energy Drinks, das muss halt sein. Man kann nie ohne glücklich sein. Sorry, das musste einfach mal raus. Weiter geht's. Publikum überzeugt von digitalen Lösungen. Diversity überzeugt das Publikum mit seinen immersiven und personalisierten digitalen Therapien für Jugendliche mit Autismus, oder wie es richtig heißen sollte. Diversity überzeugt das Publikum mit seinen immersiven und personalisierten digitalen Therapien für Jugendliche im Autismus-Spektrum. Weiter geht's. Diese multisensorischen Übungen nutzen Mixed Reality und kombinieren haptische, visuelle und auditive 3D-Elemente mit KI-Datenverarbeitung. Die Übungen können sowohl unter ärztlicher Aufsicht als auch zu Hause durchgeführt werden, um die soziale Integration von Jugendlichen mit Autismus zu fördern. Oder wie es richtig heißen sollte. Die Übungen können sowohl unter ärztlicher Aufsicht als auch zu Hause durchgeführt werden, um die soziale Integration von Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu fördern. Weiter geht's. Mit 22,6% der Stimmen gewann Diversity den Hauptpreis im Wert von 25.000 Schweizer Franken. Davon 10.000 Schweizer Franken in Bar und 15.000 Schweizer Franken in Coaching-Leistungen. Also 10.000 bekommen sie auf die Hand gedrückt und 15.000 Euro wird's dann auf deren Konto überwiesen, damit sie sich halt bessere Coaching-Leistungen erbringen können. Weiter geht's. Preisverleihung mit prominenten Gästen. Der Preis wurde von Christoph Dabelay, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Bildung, und Oliver Schneider, Generaldirektor der Walliser Kantonalbank, überreicht. Christoph Dabelay betonte in seiner Rede die Bedeutung von Innovation in allen Bereichen und die Rolle des Staates, gute Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen zu schaffen. Oliver Schneider hob die Notwendigkeit von Innovation und die Vielfalt der eingereichten Projekte hervor. Annelore Heritier, Mitgründerin und CIO von Diversity, zeigte sich überwältigt von dem Erfolg und betonte die Bedeutung dieses Sieges für das Team
und die vielen Betroffenen, die auf dieses Ergebnis gewartet haben. Und dieses Warten hat sich am Ende doch gelohnt. Weiter geht's. Starke Konkurrenz und öffentliches Voting. Ja, das gehört zu einer Veranstaltung auch dazu. Weiter geht's. Zum Prix Créateur WKB 2024 wurden 39 Bewerbungsdossiers eingereicht. Eine Jury wählte die 5 vielversprechenden Innovationen aus, darunter Evolium Technologies, EBEX Therapeutics, TechsUp und Valensis. Der Sieger wurde schließlich vom Publikum durch eine Abstimmung im Internet und per SMS bestimmt. Meine Güte, da wurde richtig viel Aufwand betrieben. Und ich kann da nur so sagen, diese Veranstaltung hatte was. Diese Veranstaltung hat was. Und das ist wirklich keine Ironie von mir, das ist wirklich ernst gemeint. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, meinen Glückwunsch kann ich da nur sagen. Und ich hoffe, dass wird auch im nächsten Jahr genauso sein. Also sprich, wenn dieses Projekt auch 2025 einen weiteren Preis bekommt. Das wäre dann 2 Preise in Folge. So habe ich das zumindest auferstanden, denn von dem Projekt Diversity haben wir bisher, glaube ich, noch keine einzige Reaction gemacht. Und ich finde, da kann auf jeden Fall viel mehr dazu kommen. Da bin ich überzeugt. Und von dieser WKB haben wir bisher auch noch nichts gemacht. Genauso wenig wie dieses Pre-Kreateur. Also, ich finde, einen zweiten Preis in Folge könnte ich mir für Diversity auf jeden Fall vorstellen. Und jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr zu dieser Meldung? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und jetzt kommen wir zu den Nachgedanken. Wir lesen wieder aus dem Buch von Birka Sellin, Ich will kein in mich mehr sein, oder Botschaften aus einem autistischen Kerker. Reden ist für mich wichtiger Einsatz, es ist eine Einrichtung, Tote wieder zum Leben zu erwecken, und irren Einsamen ersetzt es ihre sozialen Desorientierungen. 22. April 1991. Als ich ohne Steinerwesen ein eisernes Herz haben wollte, da fange ich ein wenig viel zu schnell an, ein total weiches Wesen ist ein ohne Steinwesen. 25. April 1991. Rote, satte, scheinende Sonne am Horizont ist ein erfundenes, erdichtetes Herzensgesicht von mir. 28. April 1991. Ohne Hilfe finde ich die richtigen Buchstaben so oft schlecht, so wie einer richtig hält, geht es wie von allein. Es ähnelt einer Wüstenerscheinung. Tatsache ist, ein Wort ist fast sehr ereignisreich. Es regt ein total auf. 16. Mai 1991. Wunder werden allein Wesen wirken. Tosender, wissender, weiser, er erfährt einfach, wie qualvoll ein Einsamer aus dieser Erde Wesen entsteht, einfach einsam erarbeitet, er wieder und wieder wüste Wunder, weder ich, weder du werden erkennen, wer es ist. 27. Mai 1991. Gibst du allen Unterricht in der Technik dieser schreibeisernen Sicherheitserfolgsmethode, wie es Annegret gelehrt hat? Ich fände das teilweise aber auch so albern, weil es Leute gibt, die zu doof sind für die Technik. 29. Mai 1991. So wie aus der See wird ein Widersacher aufsteigen und wird eiserne, sehr starke Ketten tragen. Er wird ein Arsenal aus Waffen, triefender Erz wie Feuer, wird aus der Tiefe aufsteigen, aus seinem Auserwählten erwählt, er erst ein ausgewähltes Arsenal an sogenannten eisernen Erzengeln, die Erwählten ersetzten, die ersten Asse, alles aus der Bibel. 31. Mai 1991. Birger ist ein tüchtiger, zurückgebliebener an die 3 Sternchen, täte auch ein Döferer sich erinnern, ich weiß genau, wer sie ist, und sie ist die wirksamste, sagen wir Tatsache, Therapeutin, die ich am ersten hatte in der sagenhaften Sponholzstraße,
und die wird nie aus meinem Gedächtnis ausgelöscht. 3. Juni 1991. Zu den Sternchen. Ein Sternchen. Nachdem die Methode bei ihrem Sohn erfolgreich war, gibt Annemarie Sellin deutschlandweit Seminare zur gestützten Kommunikation. Birgers Niederschriften verwendet sie dabei als Anschauungsmaterial. 2 Sternchen. Annegret Schubert, amerikanische Sprachtherapeutin, verbreitete Facilitated Communication in Deutschland. Und 3 Sternchen. Birger meint seine erste Therapeutin Margaret Breinlinger, die ihn inzwischen wieder betreut. Ich will unseren desorientierten Erziehern so gern sagen, dass sie reden sollen wie vernünftige Wesen und nicht wie Unsinnigkeit. 5. Juni 1991. Leute geht es mir einsam und schlecht, und ein Einsamer ist ein ohne tosender Denker, er ist ein eiserner Toter, der in dieser Welt restlos überflüssig ist und auch ein Arsenal erstklassiger, tatenhungriger, sagenhafter Leute ersucht, ihn zu unterhalten. 7. Juni 1991. Der eine einzige eiserne Einsame eifert, ein erstes einzigartiges, eisernes, wertvolles Gedankengedicht zu erfinden. 13. Juni 1991. Es ist für mich so traurig, dass mich niemand versteht. Es ist aber wichtig, dass mich viele Menschen verstehen. Ein bisschen versteht mich Achim, aber nicht genug. Und die anderen geben sich gar keine Mühe mehr mit einem wie mir. Es ist zum Verzweifeln. 19. Juni 1991. Ich nehme nicht richtig erleben wahr. 20. Juni 1991. Sicher, ein Aufwand ist einfach riesenhaft, anderen zu sagen, was ewiges Isoliertsein heißt. Es wäre wahrscheinlich etwas zu schwer für einen Menschen wie werter, wichtiger Bürger. Es ist aber schön, dass unser erfahrener Erster an werter erfahrene Zweite schreibt. Die erfahrene Erste ist Denise, Sternchen. Unsere erste Werte war einfach richtig total süß. Sie ist ein so astreines Musterbeispiel von autistischer Armseligkeit, dass ihr heute, sagen wir alle, noch erzählen, dass sie der Abschaum der Menschheit sei. Und dabei ist sie sehr, sehr erfahren und klug. 22. Juni 1991. Weißt du richtig, wie tiefwohnend eine Angst in einem Einzelnen sitzt? Wie sie einen Einzelnen zerfrisst? Wie sie einen Einzelnen am Zerfall der ersten qualvollen Worte persönlich wirkt? Es ist wie ein totales Erkennen. Die Wiesen werden grün, die Sonne scheint sicher und wunderbar, wenn die Angst einen Augenblick weicht. Es ist wie ein unglaublicher Wertverbesserer, ein einfacher Einfall des Augenblicks in die Ewigkeit. Ein totales, ungeheures Licht in der totalen Finsternis. 24. Juni 1991. Sternchen. Autistin, 4 Jahre jünger als Bürger, besuchte mit ihm zusammen den Hort und schreibt ebenfalls durch gestützte Kommunikation. Bürger nennt sie die erste und sich den zweiten, weil sie beide im Hort als unterster Niveaugrenze gelten. So wie alles ist ein Datum zufällig ein Ding der rotierenden Ereignisse. Tatsache ist, die Zeit ersetzt ein wenig den totalen, ewigen, zentrifugalen, eindimensionalen Rahmen, in dem wir leben als Menschen. 29. Juni 1991. So wie heute dich ein Sohn erregte, passiert einmal und nie wohl wieder. Willst du nochmal ohne ernsten Grund ähnlich reagieren? Dann ist ohne mein Zutun ein Erregungszustand richtig wichtig, damit du merkst, es ist sinnlos, sich so sichtbar zu erregen. Unser Jonas war doch verloren, dachte ich, Sternchen. 30. Juni 1991. Gerne Sequenzen finden, die keine reale Realität widerspiegeln. 3. Juli 1991. Sternchen. Birgers Bruder Jonas war von einem Sommerfest, das in der Wohngegend der Familie stattfand, allein nach Hause gegangen. Birger geriet völlig außer sich und schlug sich blutig, als er Jonas plötzlich vermisste. Und damit ist dieser Nachgedanken für dieses Buch zu Ende. Und bei der nächsten Nachgedanken geht es wieder um ein neues Buch zum Thema Autismus. Lasst euch da überraschen und ich würde mal sagen, gute Nacht.